woher stammt das Signal? Washington D.C., 7. Dezember 1987, 1600 Pennsylvania Avenue. Und? Das ist das Weiße Haus. Und weiter? Das war der Tag, bevor Reagan und Gorbatschow den INF-Vertrag unterzeichneten, der die Nukleararsenale reduzierte und den Weg für das Ende des Kalten Krieges freimachte. Woher wissen Sie das alles? Weil ich zu eben jenem Gipfel in der Hauptstadt war. Die Reagan-Regierung hatte die führenden Nuklearphysiker als Berater hinzugezogen. Könnte jemand in der Zeit zurückgereist sein, um die Unterzeichnung zu verhindern? Das oder noch schlimmer. Denk mal nach, Reagan und Gorbatschow in einem Raum zu einem der brisantesten Momente der Weltgeschichte. Die JSA hat eine Trainingsakademie in DC. Ich versuche, die Mitglieder zu kontaktieren. Vielleicht haben sie Informationen oder Ressourcen, die wir nutzen können. Gute Idee. Aber du solltest nicht allein gehen. Es geschah viel zwischen 42 und 87 und es ist gefährlich, zu viel über die Zukunft zu wissen. Ich weiß mir schon zu helfen. Ich gehe mit ihr. Gut, ihr beide kontaktiert die JSA, während der Rest von uns in das bestgesicherte Anwesen des Landes einbricht. Und wie genau werden wir das anstellen? Willkommen im Weißen Haus. Dies ist die Cross Hall. Ein beeindruckender Korridor, der den Bankettsaal mit dem Ostsaal verbindet. Es geht los. Haltet die Funkverbindung und meldet euch, wenn was Ungewöhnliches passiert. In den 80ern haben Frauen so etwas getragen? Schulterpolster? Ja, durch sie sollten Frauen imposanter wirken und, keine Ahnung. Männlicher? Ja. Und ich hoffte, dass Frauen in diesem Jahrzehnt keine Kleidung mehr benötigen, um ihren Status zu rechtfertigen. Aber in deiner Zeit gilt doch bestimmt die Gleichberechtigung. Immer optimistisch bleiben. Wir sind da. Das ist die JSA Academy? In einer runtergekommenen Lagerhalle? Ja, aber lass dich nicht vom äußeren Anschein täuschen. Dahinter versteckt sich die elitärste Trainingseinrichtung der Menschheitsgeschichte. Vielleicht verstand man unter elitär in den 80ern was anderes. Nachdem man mich rekrutiert hat, hat man mich hier ausgebildet. Was ist mit der JSA passiert? Kann ich dir nicht sagen. In 45 Jahren kann viel geschehen. Ich dachte, du wärst Historiker. Wie kannst du das nicht wissen? Hey, jedes Memo, jedes staatliche Dekret, das die JSA angeht, unterliegt der strengsten Geheimhaltung. Ich habe mir deren Aktivitäten selbst zusammengereimt, durch die Gute-Nacht-Geschichten meines Vaters, durch Augenzeugenberichte und Leaks der Regierung. Ich hätte 1942 nie verlassen dürfen. Also, nicht doch, Amaya. Was deinen Kameraden hier zugestoßen ist, das ist nicht deine Schuld. Das weißt du nicht. Wie du schon sagtest, du weißt auch nicht, was mit ihnen passiert ist.